Ein wunderschönes Servus vom Helmut hier aus. Wo sind wir überhaupt? Korat? Nonsigun. Nonsigun. Ist das Korat oder? Das ist Buriram. Buriram. Aus Buriram hier mit Pyrrhon Carlos. Und zwar ganz besonders, dieses Video richtet sich an Motorradtouristen sehr speziell. Weil wir alle Motorradfahrer sind und Carlos hier mit seiner Frau eine quasi Motorradpension oder wie man das auch immer nennen mag, betreibt. Motorradstop. Die Idee dahinter ist, was wir jetzt dann gesprochen haben, du bist so circa 350 Kilometer, glaube ich, weg von Bangkok. Ja. Und Pattaya ähnlich? Pattaya ganz ähnlich. Und das ist so die erste Tagestour, die könnte man hier dann beenden und die Beine hochlegen. Genau. Man sagt auch, man sieht auch immer wieder Touristen, die nach Südlaos oder nach Kambodscha hier fahren, beziehungsweise auch zum Changring nach Buriram, weil wir jetzt dann keine, aktuell wegen Corona, keine MotoGP haben. MotoGP haben. Und das hier ist eine sehr, sehr gute Unterkunft. So ist es, da kann man es aushalten und auch ein bisschen warten, bis der GP wiederkommt. Genau, also man kann auch so lange mieten, bis der GP wiederkommt. Und es ist wirklich eine wunderschöne Anlage. Wir starten hier heroben und ich möchte das einmal so kurz, vielleicht als erstes einmal so diesen, wir sind hier auf der Terrasse und so. Es ist eben gerade für Motorradclubs, glaube ich, wirklich interessant, weil du hier alleine bist, weg vom Dorf. Ihr habt ein paar Hunde, man hört's. Aber hier auch dieser Garten gehört dazu, hier hinten, wo die ganzen Kokosnussbalmen frisch gepflanzt sind. Und man ist alleine, man kann hier grillen. Wenn hier eine ganze Gruppe kommt, auch von 15, 20 Leuten, überhaupt kein Thema. Hier sind wir im ersten Stock und haben uns eben entschieden, im ersten Stock hier mit den Filmen zu beginnen. Ja, hat hier, wie viele Apartments insgesamt? Fünf Apartments, in denen 1 bis 15 Leute, glaube ich, hier wohnen können, je nachdem, wie groß die sind. Wir gehen jetzt hier einmal rein. Das hier ist im obersten Stock, da gibt es 2 Apartments. Das ist noch kein Apartment, sondern einfach nur der Flur, wo es dann rechts die zentrale Halle für beide Apartments und links die zentrale Halle, genau, für die Apartments. Auch immer wunderschön mit Kunst, die Carlos selbst gemalt hat, ausgestattet hier. Schöne Ledercouch hier für Leute, also wirklich. TV ist auch die Doppelbettcouch, ne? Doppelbettcouch, deswegen, da können auch, wenn da eine ganze Gruppe ist, da kann man auf der Couch schlafen, wenn da wirklich 20 oder vielleicht 30 sogar können hier wohnen. Das ist hier die Einfahrt. Und du siehst hier eben wirklich weg. Also wenn so richtig für Motorradgruppen, kann ich mir echt vorstellen, dass die hier Spaß haben, grillen können, Party machen können. Lagerfeuer und Gesänge, was auch immer. Und jetzt gehen wir einfach einmal hier rein in das erste Apartment. Das Apartment hat sogar 2 Eingänge. Hier. Wie nennt man das? Mansarde. Ich glaube, das heißt Mansarde, wenn man... Dachgeschoss hier, aber auch 2 Sofas. Also es ist hier ein Bett hierinnen. Kingsa ist immer mit Sitzdecke. 2 Sofas, wo auch Leute drauf schlafen können. Also wo auch 4 Leute hier in dem Apartment schlafen können. Die Büroarbeit mit Klimatisierung. Dann das Badezimmer. Und auf der anderen Seite das zweite, das hat hier, da war ich schon drin, 2 Betten. Dafür war kein, also hier sowieso generell für 4 Personen eigentlich. Aber die Couch ist nicht so ausgerichtet zum Schlafen, aber trotzdem, wenn einer Kinder hat, vielleicht die Kinder könnten da auch drauf schlafen auf der Couch oder. Aber an sich auch zum gemütlichen Sitzen. Zum gemütlichen Sitzen, ja. Und hier eben zweimal, einmal Bett, zweites Mal Bett. Ehepaar und mit Kindern. Immer wieder schöne, ausdrucksvolle Bilder.
Okay, jetzt gehen wir nach unten. Bitteschön. Nicht, dass du mir in den Rücken filmen musst. Nein, ich habe die Kamera umgedreht, damit die Leute mein wunderhübsches Gesicht sehen. Sehr gut. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, okay, ist nicht vielleicht für jeden interessant. Übrigens so, die Preise sind, glaube ich, zwischen 600 und 1000 Baht, ja. je nach Einzelapartment. Hier ist nochmal eine kleine Stufe. Ja, ich sehe es. Also auch, ja, jetzt dann hätte ich eigentlich doch runterfilmen können. Es wird hier gerade alles, es war gestern, glaube ich, hier eine Gangbang-Party, wo hier alles sauber gemacht wird. Man sieht, es ist alles nass, der Schlauch liegt hier herum, es wird alles abgespritzt, alles super sauber gemacht. Wir können auch hier reingehen, genau, hier ist auch, hier ist das Bad, das zu dem Apartment hier gehört. Das ist das Big Size. Das ist das größte Apartment, glaube ich, hier herinnen, obwohl das jetzt nur ein Bett hat, aber hier zweimal Couch und einmal Sofa. Hier, da, keine Ahnung, wer hier drauf gelegen hat, da ist dann der, man sieht, hier ist das Glas eingebrochen, das Glas kaputt. Temperamentvoller Gast. Temperamentvoll, ne, wahrscheinlich, ja, Thailänder sind sehr temperamentvoll. Deswegen, es wird hier gerade alles sauber gemacht, gereinigt. Aber ich weiß nicht, also es ist ein riesengroßer Raum, keine Ahnung, was das, ja, sind doch bestimmt 35 Quadratmeter, würde ich jetzt denken, der Raum. Zweimal mit Klimaanlage hier auch und auch hier so. Also wirklich schön, wenn man wirklich in einer Gruppe reist. Das sind, glaube ich, wirklich, wo ich jetzt hierher gekommen bin. Du hast hier Rapzap, Rausgang hier, alles ist schön, schöner Garten hier, die ganzen neu gepflanzten Kokospalmen, Blumen und so weiter, wo du wirklich, glaube ich, sehr, sehr wohl fühlen kannst. Das ist jetzt so der. Immer mit Fernsehen und immer G5 Internet. Ah, G5 Internet, das muss man, wenn das Deutsche gucken, dann muss man das erklären, was G5, glaube ich, bedeutet. Da ist die Technik. Das ist Entwicklungsland G5. Da sind die noch nicht so weit. Dann hier Apartment, also Apartment Nummer 2, auch sehr schön, ein bisschen kleiner, aber auch wunderschön. Also wirklich alles lieblich gemacht hier. Sehr schön mit der Teilarbeit. Da kann man sich wirklich nicht beklagen. Natürlich motzen kann man immer, wenn es einer will unbedingt, aber ansonsten, ich finde, das ist schon sehr, sehr schön gemacht hier. Wirklich sehr schön, sehr mit Liebe gemacht. Auch von den, hier wäre jetzt die Toilette wieder drin, die filme ich jetzt ja nicht. Die haben wir eh schon oben gesehen, wie so eine Toilette aussieht oder ein Badezimmer. So, hier ist jetzt. Also, okay, das letzte Apartment. Das ist das kleinste. Aber mit zwei Ausgängen ins Grüne. Aber auch mit, ja genau, zwei Ausgängen ins Grüne. Und natürlich hat das hier Chanel Bettwäsche, Original Chanel Bettwäsche. Das ist eigentlich unbezahlbar. Wie er sagt hier eben mal wieder, super, du gehst hier ins Grüne raus, es ist schon. Du wachst hier auf, oder? Glaube ich wirklich, dass das echt für Motorradtouristen, wenn man mit einer Gruppe fährt, auch wenn man mit dem Auto fährt, und man sagt, man mietet sich hier an, wenn da mehrere Personen, aber ich kenne auch hier zwei, drei Leute hierher, oder? Ja, sicher. Weißt du, auch wenn man muss jetzt nicht unbedingt man kann auch alleine, man kann auch alleine hier für 600 ein Apartment mieten und ist alleine hier. Ja. Zu fünft, zu zehn, zu dritt, wie man will. Und das hier ist der Essraum. Also das ist alles inkludiert immer. Das ist die Küche. Ganzen Besteck und Tellern und Tassen und was weiß ich nicht alles. Der Tisch ist leider weg. Der wurde gestern kaputt gemacht, hat er gesagt. So. Da stand schon ein großer Rundtisch, der ist jetzt aber zu groß, da werden wir einen rechteckigen Tisch passend kaufen. Nicht kaputt gemacht. Habe ich das falsch verstanden? Ah, okay, dann. Okay, mein Fehler habe ich falsch verstanden. Die Gemeinschaftsküche. Und das ist die Gemeinschaftsküche, auch die Küche. Super cool hier. Elektro. Hat hier auch alles an Besteck drin. An Töpfen und Pötten. Tellern.
Teller sind sowieso hier, glaube ich, mehr als genug. Großer Kühlschrank. Gaskocher, großer Kühlschrank. Für große Biervorräte. Für große Biervorräte oder Wasservorräte. Wasser ist auch gestattet und hier oben natürlich nochmal der Gefrierabteil. Okay. Wenn man sich. Wenn es einer braucht. Ein. Auch hier wieder vorne draußen mit einer kleinen Terrasse, wenn man sieht. Okay, und Tisch kommt hierher. Der fehlt jetzt leider. Und was darf nicht fehlen? Großer Flatscreen. Ja, 62 Inch. Und das ist eigentlich das Büro für dich hier, oder? Oder für wen auch immer das Büro ist. Beziehungsweise, würde man sagen, für die Verwaltung. Für die Verwaltung. Aber überall wieder der Gang raus. Ich gehe noch einmal raus auf ein Ding. Also das ist jetzt hier, was ist das hier? Es ist kein Werbevideo, es ist ein Informationsvideo für speziell an Motorradtouristen, die sich für diese Information interessieren, wo es eine Übernachtungsmöglichkeit gibt, eine tolle. Da mache ich einen Link unten rein und die wahrscheinlich für Carlos seine Frau, die verwaltet das ja hier. Der Carlos ist ja als Ausländer wahrscheinlich nicht der Arbeiter hier. In der Investor, genau. Und das Ganze heißt hier Bluesana. Bluesana ist das Stichwort. Da mache ich einen Link unten rein und einen Link und eine Adresse auch zu Carlos, seiner Frau, die das verwaltet. Und E-Mail, wen es interessiert. Also dafür, damit das klargestellt ist, für wen das Video ist. Und wir gehen einfach einmal so hinaus jetzt dann noch auf die Straße, dass man sieht, wie man hier reinkommt. Ist wirklich, ich finde das wirklich eine wunderschöne Anlage. Wirklich cool. Das ist ja auch das, warum ich gerne Videos mache, für einen Mehrwert, weil ich nehme mal an, es wird vielleicht ein, zwei, drei Motorradfahrer, ich weiß zumindest von einem, vom René, dass der Motorradfahrer ist, der gerne durch den Isan tourt mit dem Motorrad. Und wenn der mit seiner Gruppe fährt, ich glaube, die würden hier richtig Party machen. Ich meine, du hast so, wenn du hier hinten guckst, ein komplettes Haus zu mieten, wenn man sich das jetzt ausrechnet, 5 Apartment, das kostet wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, das kostet ja gar keine 5000 Baht am Tag, das ist ja eigentlich viel zu billig, oder? Wenn du hier mit 20 Leuten ankommst und du bezahlst 5000 Baht und kannst hier Party machen, das ist pro Person 250 Baht, ist ja unglaublich, oder? Wie du hier lebst, also wirklich ein schönes Ding. Und so wie ich gesagt habe, du bist hier alleine, also auch keine Gefahr, dass man irgendwie zu laut ist für irgendjemanden. Und auch eben, wie gesagt, kannst auch alleine und für 600 Baht ein Apartment mieten. Oder, ja, man hat es eh gesehen jetzt im Video. Es sind Schlafmöglichkeiten genug. Du kannst hier grillen, kannst hier Party machen, filmen, was auch immer man will. Filme, man immer jemand drehen will. Nicht jeder macht ja Filme für YouTube. Manche machen ja auch Filme für irgendwie anders. Wie auch immer. Und in diesem Sinne hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich werde die Kamera öfters mal abschalten und einschalten. Aber nein, war jetzt nicht. Wo ist der Carlos? Wir sagen gemeinsam Tschüss. Aha. Damit, ich hoffe, die Anlage hat dir auch gefallen. Auch wenn du kein Motorradtourist bist, hast dir vielleicht trotzdem gefallen. Freue mich über einen Daumen nach oben. Und wir beide sagen Servus. Ciao. Sabadi. Sawadee Krab, Mangan Krab.